Hallo und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich bin Seduplex und spiele heute Legend of Grimrock. Ich hab's gerade eben runtergeladen und freue mich eigentlich schon. Und ja, fangen wir einfach mal an. Oh nee, das will ich nicht. Automap will ich auf jeden Fall haben, sonst ist mir das ein bisschen zu krass. Ja, mein eigener Charakter will ich natürlich machen. Schwierigkeitsgrad normal. Dungeon Grimrock gibt es noch mehr. Ah, da hoffen wir nochmal. Hier, guck, steht ja da unten. Vielleicht später mit dem Editor, ne? Also, nach dem Durchspielen hoffe ich, dass es dann noch weitergeht. Mit schönen neuen eigenen gebauten Dungeons. So, fangen wir mal an. Aha, aha. Ja, stimmt. 4 Spieler kann man mitnehmen in die Partie. Das sind wohl die Porträts. Ja. Human Fighter. Minotauren. Die haben hier verschiedene Werte. So. Klassenspiel, klassisch. Oh, das ist ja. Also, da kann man richtig viel einstellen. No. No. Achso, ja. Das ist ja. Da kann man sich ja richtig austoben hier, ne? Also, ich mach erstmal einen klassischen. Ja. Kämpfer. Puffin. Nennen wir den mal. Guck mal, was der so. Pibo. Pibo der Kämpfer. Hier kommt Pibo. Ja, da machen wir den nochmal. Auf jeden Fall stark. Dex. Das brauchen wir eigentlich jetzt nicht so bei dem. Oh ja, das ist wichtig. Windstärke. Ne, brauchen wir auch nicht. Also hier machen wir Stärke und Vitalität. Das steigert hier den Kälte- und Säureschaden. Skills, Athletic, Armors, machen wir mal Swords, Schwerter, Unarmed Combat, ich glaube so oft werde ich nicht mit den Fäusten kämpfen, Armors, aha, Protection plus 1, das klingt gut, machen wir das doch mal, Swords, machen wir auch mal hoch, so, Traits. Oh, aggressiv. Wow. Strong Mind. Tough. Skilled. Healthy. Können wir uns doch einen Boxer oder sowas machen? Nö, der soll aggressiv sein. Und der soll tough sein. Wow, ich bin aggressiv. Und tough. So, was haben wir jetzt? Mhm. Das ist ja doof, jetzt kann ich das nicht zeigen. Die sind wohl sehr stark, aber sehr träge. Und auch Willpower ist wohl nicht so hoch. Ich vermute mal, da sind die wohl anfällig gegen Magie und so ein Quatsch. Also, oh, der ist schon sehr stark. Dann machen wir den einfach noch stärker. Und auch hier, jo. Was passiert hier? Ah, ne, Accuracy brauchen wir nicht, weil der wird ja nicht schießen, denke ich mal. Willpower? Ne, machen wir hier noch einen auf. Ja, der hier sieht doch böse aus. Äxte, ja, der schwingt natürlich die Axt. Der gute Feuerresistent. Oh, das ist ja interessant. Attack Power.
Oh, das mache ich doch mal. Ich weiß zwar nicht, wie mein Schädel kommt, aber das werden wir ja dann sehen. Lebensenergie ist schon relativ hoch. Lass mal lieber mal so. Wollen wir den feuerresistent machen vielleicht? Ja, der hat auch so ein rotes Käppi auf, ne? Die Kappe der Feuerresistenz. So. Ja, ist ja klar, was der dann wird, ne? Wenn die schon so eine Robe nehmen, machen wir mal hier einen Magier. Hokus Pokus. So. Willpower ist, glaube ich, da wichtig. Ja. Jo. Health, Stamina. Health und Energy. Ich weiß nicht, ob der vielleicht hier das braucht, wenn er Feuerbälle oder sowas schießt. Also verteile ich das mal hier auf die beiden, um, ja, sehe dann ja später, was ich wirklich mit dem haben will oder machen will. Air Magic, Earth, Fire, Ice, Spellcraft ist was? Ah, okay. Steph Defense. Nö, Defense haben wir ja die beiden Klötzer hier. Machen wir mal, Erden- und Feuermagie. Nein, auf Eis. So. Dann machen wir hier natürlich Strong Mind. Zum einen. So, Lizard Man. Stealth and Dexterity. Okay. Soll ich so einen mitnehmen oder so? Och, das ist ja verrückt. Die tolles. Willpower, das sind eigentlich die. Das sind sicher gute Magier. Bin ich schon so viel Willpower. Dann mache ich aus dem noch einen Insektoiden. Easy, aber na, natürlich. So, der soll. Die sehen ja hässlich aus. Hässlich, hässlich, hässlich. Wie die Nacht. Erde, Feuer. Oh, haben wir eins weniger. Also so, dann Strong Mind. Oh, okay. Dann machen wir hier noch einen Lizard, ne? Na, komm. Der sieht doch nett aus. Hallo. Ah, okay. Gimrak, okay. Bradumul. Fartok. Klingt doch nett. Mato. Pibo, Mato, Fartok und Gimrak. Es wird Gimrek ausgesprochen. Ja, das können wir uns ja noch überlegen. So, Dexterity. Dexterity, Entschuldigung. Dann machen wir noch Vitalität. Und Stärke vielleicht noch.
Attack Powers. Jo. Daggers, ja. Nee, Missile Weapons, Throw Weapon. Yeah, das mache ich hier. Machen wir den mal skilled. Jo. Können wir dem noch ein bisschen mehr Missile Weapon machen. Geht's ganz schön ab jetzt. So, Start Game. Los geht's. Mount Grimrock. Oh, muss ich das jetzt alles vorlesen? Nee, ne? Die wollen uns doch nicht da reinschmeißen, oder? Only darkness and justice awaits. Base of Mount Grimrock. Legend of Grimrock. So. Sind wir hier aufgelatzt? Ah, ja. Tatsache. Schön weich auf dem Gitter gelandet. Ich mal gerade mal ab. Level 1. Hallo, da sind wir. Ich hatte eine kleine Pause gemacht, weil ich Probleme mit der Framerate hatte. Sieht aber jetzt gut aus. Jo, super. Dann, wie gesagt, wir sind gerade hier runtergeplumpst. Es gibt wohl ein Tutorial. Wenn man Escape drückt und Tutorial... ja. Okay. Aha. Rest Map. Jo. Klassisch, ne? Also... Hier mit Q und E dreht man sich vor und zurück. Kennt man eigentlich alles, ne? Also... Ach, da fühlt man sich doch gleich wieder heimisch. Also in die Vergangenheit teleportiert. Nostalgisch. Ich habe jetzt letztens... wie hieß das? Lands of Lore gespielt. Was super ist. Aber hier in dem Review von Grimms... auf Landrock hieß es ja, dass die Story jetzt nicht so prickelnd ist, aber immerhin ein Side-Scroller, also so ein Dungeon-Crawler. Nicht Side-Scroller, was rede ich denn da?